Jugendorientierte Stadt Homburg. Homburg rockt. 15 Bands aus der Region haben sich beworben. Guess Our Name und Dice setzten sich durch. Beim großen Bandcontest des Kinder- und Jugendbüros Homburg und der Kreisjugendpflege Saarpfalz-Kreis. Die Gewinner spielten im Beatclub Homburg als Vorband für OQ and the Reggae Rockers. Und die kennen die Stadt und die Location recht gut. Die haben uns gesagt, dass so ein Bandwettbewerb stattfindet und dass sie so einen Headliner suchen. Und da sind wir für sowas immer zu haben, oder? Sieht's aus. Ja, und dann vor allem im alten Musikpark. Ich war hier das letzte Mal mit 17 und habe auf der Sphinx hier auf Techno getanzt. Beim Bandcontest wurde aber gerockt. Das war The Dice. Ich denke, ich war sehr zufrieden. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, bin ich eigentlich immer. Aber es war wirklich sehr, sehr gut. Also die haben ja richtig mitgemacht, das war toll, wirklich. In dieser Größe und Qualität fand der Bandcontest zum ersten Mal statt. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Wir wollen was für die Jugendlichen tun. Das ist der einfache Grund. Wir wollen was für die Jugendlichen tun. Oftmals hört man, in der Stadt ist nichts los. Es ist zu teuer. Wir haben auch hier auf die Eintrittspreise geschaut. Also wir haben sehr moderate Preise gewählt, die sich auch junge Leute leisten können. Die zweite Band am Abend war Guess Our Name. Derzeit befinden sich die fünf Newcomer in der Songwriting-Phase. Auch im Beatclub Homburg konnten sie mit selbstgeschriebenen Texten punkten. Man darf gespannt sein, was man von den Jungs noch sehen und hören wird. Erste Radioerfahrungen haben sie bereits. Wir waren schon bei Unser Ding, bei Classic Rock Radio. Dieses Jahr haben wir auch fürs Heilberg Open Air bei dem Motley mitgespielt. Random Heap, die eigentlich hier spielen hätten sollen, waren ja auch dabei. Obwohl Random Heap leider nicht auftreten konnten, waren sie dennoch als Gäste am Start. Wir hätten eigentlich heute als Zweiter gespielt, allerdings hat sich unsere Sängerin jetzt relativ schwer verletzt und liegt im Krankenhaus und deswegen mussten wir am Donnerstag kurzfristig absagen. Natürlich wollen wir sehen, wer sonst noch auftritt und natürlich wollen wir mal sehen, was wir alles hier verpassen. Reggae, Rock, die Headliner am Abend konnten beides und das verdammt gut. OQ and the Reggae Rockers. Wer weiß, welche Band den Durchbruch schaffen wird. In Homburg jedenfalls wird bereits jetzt viel für Nachwuchsmusiker getan. Wir wollen auch weiter die Proberäume in unserer Stadt ausbauen. Und am besten wendet man sich direkt an unser Kinder- und Jugendbüro. Das heißt ja auch Jugendbüro und nicht nur für Kinder zuständig. Weitere Infos zu Musikveranstaltungen sowie Kinder- und Jugendangeboten gibt's im Netz unter www.homburg.de.